Das CETBM der Hochschule Ansbach hat hier in Bad Oeynhausen in Kooperation mit dem IZF ihre dritte Lehrfabrik gegründet. Warum schulen wir unsere Teilnehmer in Lehrfabriken? Wir möchten die Teilnehmer hier in den Lehrfabriken dazu befähigen, es selber zu tun, sie selber die Verluste zu jagen und die Probleme zu erkennen. Hier findet die Ausbildung zum Lean Production Master statt. Das ist unser Weiterbildungsangebot, speziell um Lean Production voranzubringen. Hier lernt man, wie man verlust- und verschwendungsfrei eine Produktion aufbaut. Und Sie sehen im Hintergrund diese Fertigungsanlagen, die hier mit Rohrklemmsystemen der Firma Dreckshage aufgebaut worden sind. Dreckshage hat uns unterstützt. Wichtig ist mir an dieser Stelle auch nochmal auf das didaktische Konzept hinzuweisen. Die Teilnehmer kriegen von uns einen kurzen theoretischen Input, testen das dann hier in der Lehrfabrik aus, optimieren hier die Produktion von Aluminiumklemmbretter und dann schicken wir sie nach Hause. Dort kriegen sie Hausaufgaben und müssen ihre eigene Produktion auf Vordermann bringen. Und dann kommen sie nach einer gewissen Zeit wieder hier zusammen und tauschen ihre Erfahrungen aus. Ja, hier im Seminar zum Lean Production Master wird den Teilnehmern zuerst die Basis erklärt, wie 5S zum Beispiel, visuelles Management. Es geht dann weiter über verschiedene Analysemethoden, wie Wertstromanalyse, wo einfach die gesamte Fertigung aufgenommen wird, analysiert wird und ein verbesserter Zustand herbeigeführt wird. Später, in den nächsten Tagen, geht es dann über zur verschwendungsfreie Arbeitsplatzgestaltung und Rüsten. Gerade bei verschwendungsfreier Arbeitsplatzgestaltung wird die gesamte Fertigung umgebaut mit Rohrklemmsystemen. Und in der letzten Woche dreht sich dann eigentlich alles um die Logistik, also sowohl die interne Logistik, aber auch die Produktionssteuerung. Die erste Lean-Methode, nach der wir unsere Produktion umgestalten wollten, ist die 5S-Methode. 5S bedeutet das Sortieren. Erstmal das Aussortieren von unnötigen Sachen, die an den Arbeitsplätzen sich befinden. Die Strukturität reinbringen, nur das zu positionieren und dort zu positionieren, wo es gebraucht wird. Das Säubern der Arbeitsplätze. Dann die Standards festlegen, zum Beispiel Schattierungen von Werkzeugen. Und am Ende die Sache der Selbstdisziplin, die Standards zu halten und zu festigen. Das Rohrklemmsystem RKS ist hervorragend geeignet, um effektive Prozesse und um ergonomische Arbeitsbedingungen zu realisieren. Es dient der maßgeschneiderten Planung, Steuerung und Optimierung von Unternehmensprozessen sowie der Umsetzung der Kaizen- und Lean-Manufacturing-Prinzipien. Ideen und Konzepte lassen sich dank schneller und einfacher Montage umgehend realisieren und umsetzen. Kunststoffummantelte Rohre mit einem einheitlichen Durchmesser von 28 mm brauchen nur abgesägt und mit Metallverbindern zu den gewünschten Strukturen verklemmt werden. Wir unterstützen die Lehrfabrik hier im Innovationszentrum Fennel in Bad Oeynhausen deswegen gerne, weil wir von dieser einzigartigen Idee begeistert sind. Die Aufgabe der Lehrfabrik ist, Menschen, die verantwortlich sind für Produktionen oder in der Produktion arbeiten, zu sensibilisieren, ihre Prozessabläufe zu optimieren, um am recht teuren Produktionsstandort Deutschland weltweit wettbewerbsfähig zu werden oder zu bleiben.